Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Borderlands 2 mit mir ganz allein. Und wir werden heute erstmal die Kinderkiste hier plündern, ohne nachzuladen. Wäre echt schon cool. Und wir werden endlich den Wald betreten. Und so überzeugten die Kammerjäger Torwächter Torg von ihrer Badassigkeit und ahnten nichts von den Schrecken, die sie im dunklen Wald erwarten. Diese Stellung ist total unbequem. Neue Mission. Ich will, dass ihr den Ozean in die Luft jagt. Schaffst du ihn uns bitte vom Hals? Also gut. Mr. Torg, ich verbanne dich an den Pranger. An den Pranger? Wahnsinn! Ich bin jedenfalls Devlin, der Torwächter. Ich werde euch Zugang zum Wald gewähren. Ihr werdet die Schrecken des Waldes nicht alleine überleben. Ich werde mich drinnen zu euch gesellen und euch als Führer dienen. Okay, aber wir haben hier gerade noch ein paar Quests. Die werden wir definitiv annehmen. Und die Musik ist auch so cool. Ist einfach alles so cool hier. Das ist richtig geil. Ich freue mich. Endlich mal ein DLC nach meinem richtig guten Geschmack. So, aber erstmal ein paar Quests annehmen. Wir sehen hier ganz, ganz viele Quests und die freuen mich. Vielleicht treffen wir Torg ja am Pranger wieder. Den findet ihr sowieso geil. Und wieso läuft da einer durch die Gegend? Wo soll das? Soll ich dich auch jagen? Gehen wir erstmal zur Hütte da hinten. Die ist so weit weg. Die sollte man definitiv als erstes nehmen. Was bist du denn, Alter? Ist das eine... Oh mein Gott, ist das eine Heuschrecke oder so? Ein... Ratespiel für euch. Ihr seht Sir Reginald von Bartlesby, Aristokrat und Rätselmeister. Wenn ihr eine von seinen harten Kopfnüssen knacken könnt, kriegt ihr eine Belohnung. Seid mir gegrüßt, Abenteurer. Ich habe ein Rätsel für euch. Ich bin alle und ich bin niemand. Überall, nirgendwo. Wie nennt man mich? Würfelt alle eure Einsichtswerte, um zu sehen, ob ihr das Rätsel lösen könnt. Ich werde das Rätsel wiederholen. Ich bin alle und ich bin niemand. Brick, knall die Würfel nicht so auf das Brett. Du hast Tinas Figur kaputt gemacht. Ups. Du hast gewonnen. Yay. So, Reginald. Oder wie ist er doch, Reginald, ne? Löse Sir Reginald von Bartels Rätsel. Du, falls du dich fragst, die Antwort beginnt mit D und reibt sich auf Quarkman. Was? Was war denn die Antwort auf das Rätsel? Keine Ahnung. Ich merke schon. Ich habe überlegt, aber ich habe nichts gefunden in meinem Kopf. Finde ich gut. Sehr schöne Quest. Hat mir sehr gefallen. Gibt es noch mehr so geile Quests hier? Also da, die haben sich echt bei diesem DLC richtig Mühe gegeben. Moxie, meine Liebe. Ah, leck mich. Hey, Sugar. Ich habe etwas für dich. Post! Rumpakulis, irgendwas. Kämpfe nie mit leerem Magen. Die Zeiten sind hart, Schnäuzelchen. Seit der Hexer seinen Crumpokalypse-Zauber gewirkt hat, wird das Essen immer knapper. Falls ihr unterwegs über irgendwelche Crumpets stolpert, seid so lieb und sammelt sie ein, ja? Warte, wir können der Stadt bloß Crumpets bringen? Tina, du weißt schon, dass es auch andere Dinge zum Essen gibt, oder? Du hast doch nicht ernsthaft die letzten paar Jahre von Crumpets gelebt, oder? Ich verstehe die Frage nicht. Ich habe genau das Richtige für dich. Hier ist ein Geschenk für dich. Danke, dass ihr euch um diese Arschgeigen gekümmert habt. Ich habe vielleicht irgendwo in der Nähe eine Art Waffe für euch rumliegen lassen. Schnappt sie euch, Honigbärchen. Finde die Waffe. Okay, werden wir machen. Lass mich durch. Dankeschön. Okay, was haben wir denn noch? Hey, neue Quest! Die beste Verteidigung. Ich habe ein Problem. Ich soll diese Stadt hier bewachen, aber ich habe keine Rüstung. Könntet ihr mal in den Wald gehen und etwas finden, das diesen ganzen prächtigen Leibesumfang schützt? Das könnte sich jetzt schwer weisen. Am Pranger. Männer gehören ins Fitnessstudio. Also,
Ich hab da eine Sweet-Ass-Quest für euch. Als erstes... Torg, was willst du überhaupt im Spiel? Wir wissen doch alle, dass Geek-Zeugs dich nicht interessiert, Muskelbubi. Was? Ich darf Geek-Zeugs nicht mögen, bloß weil ich auf meinen Körper achte? Diskriminierung! Könnten wir diesen Poser bitte loswerden? Mädels, Mädels, ich habe eine Idee. Abenteurer, finde die drei verborgenen Fragen wahrer Geekigkeit. Torg, rätst du die Antwort auf meine Geek-Fragen-Dreie? Dann bist du auch bei dem Spiel dabei. Bin ich die erste Frage? Der Bayer. Na gut, dass sie nicht reimen kann, das weiß ich offensichtlich. Wie soll ich da hinkommen? Das ist meine ernst gemeinte Frage. Komm doch gar nicht rüber. Gut, ich habe sowieso keine Stacks, ich habe nichts zu verlieren. Okay. Okay. Gut, das hat mal nichts gebracht. Cool. Ich weiß auch nicht, ob Gift gegen Skelette wirklich nützlich ist, aber das geht. Aber das Gute ist, die können genauso wenig treffen wie ich. Na gut. Jetzt hör auf mit dem Scheiß. Du hast die erste giggige Frage gefunden. Mr. Torg, welche Uniformfarbe zeigte in der Echo-Show Space Journey in Space an, dass ein Besatzungsmitglied wahrscheinlich von einem Shrek gefressen würde? Rot. Was denn sonst? Korrekt. Weiter zur nächsten Frage, Abenteurer. Verplempern wir hier unsere Zeit? Weil du ein Muskelprotz bist. Wir müssen sicherstellen, dass du nicht bloß tust wie ein Geek, weil das gerade angesagt ist. Als gerade angesagt ist. Ach komm. Ich hab's doch eingesammelt. Es wird mich so quälen, dieses Spiel. Ich glaube, ich muss woanders rausspringen, oder? Nee, nee, geht. Geht, geht, geht. Oh, knapp. Hätte man leichter machen können. Wo kommst du denn her? Ich werde nie was treffen. Hilfe? Ich bin zu früh abgestiegen, ich weiß. Das war meine Dummheit. Aber ich werde immer so schnell nervös, wenn es langweilig wird. Passt. Oh. Ich wollte gerade sagen, jetzt laufe ich dem Typen schon wieder hinterher. Das geht nicht. Ich habe ihn schon geschlagen. Immer feste drauf. Stopp ihn dir. Go. Ach man, er tut ihm nichts. Geile Nummer. Geile Nummer. Alter, ich werde hier noch aggressiv bei diesem ganzen Gelaufe. Buchreihe King of Jewelry musste der rechtmäßige König etwas neu schmieden lassen, und zwar sein... Die Königin zählt auf euch. Weiter zur letzten Frage. Das war ja wohl jetzt nicht wirklich so schwer. Ihr benehmt euch jetzt aber echt ausgrenzend.
Hör mal, als ich klein war, haben die Jungs mich aus zwei Gründen gehänselt. Wegen meiner Tattoos und wegen Bunkers and Badasses. Ich hab für meine Geekigkeit gelitten. Ich lass dich doch jetzt nicht in meine Kultur eindringen, bloß weil sie heute cool ist. Heilige Skag-Scheiße! Zu viel Wut unterdrücken müssen, was? Letzte Frage. In der 23. Folge der 15. Saison der Blue Box Adventures, wie lautet der Name des Schiffes, das die Blue Box entführt? Ich weiß es nicht. Oh, so ein Pech-Talk. Sieht aus, als wärst du doch kein echter Geek. Alles, was mich interessiert, sind Science Fiction und Fantasy und Einhörner und Möpse. Lass dir mich nicht mitspielen. Oh, wow. Jetzt komme ich mir vor wie ein Schwein. Ich mir auch. Talk ist... Es tut mir leid. Klar kannst du mitspielen. Du kannst in der Stadt Nebenquests geben oder so. Oh ja! Inklusivität, ha! Ihr seid echt die Besten! So war mich meine Mama Mr. Talk getauft hat! Moment, dein Vorname ist Mr. Talk und dein Nachname? Flexington! Level 52 VHLFG. Bring ein Präzisionsgewehr mit. Questzeit, Dumpfschlumpf. Ein gefährliches Monster, das ihr killen sollt, versteckt sich in der Nähe. Ende der Einsatzbesprechung. Okay, wir haben aber erstmal ein Level Up. Haben wir schon lange nicht mehr gehabt. Das haben wir jetzt gemacht, ne, komplett. Immer wenn du ein Packen einer hier hältst, besteht ja, gut, das haben wir jetzt nicht so nötig. Ja, viel bleibt nicht mehr, ne? Wenn dein Magazin halb leer ist, erhältst du einen Bonus auf deine Feuerrate. Das ist auch nicht so gravierend wichtig. Vorzeitiges Nachladen, erhöht Death Trap. Ah. Viel habe ich nicht mehr. Du stinkst, mein Freund. Helf dir mal. Siehst du, schon stinkst du nicht mehr. Ich soll also mit einem Präzisionsgewehr, was ich definitiv habe, ein Monster aus der Luft holen. Nehme ich jetzt mal stark an. Oh, Freunde, ich liebe diese DLC. Ich würde am liebsten Jahre hier verbringen. Ich möchte am liebsten ein Borderlands-Teil nur komplett auf diese Art und Weise haben. So toll finde ich das. MMORPG FPS. Lol. Trumpets. Crumpets. Tatsächlich, hier sind die. Ich dachte, die sind im Wald. Lol. Gut, dann werden wir den Wald noch ein bisschen verschieben müssen, Freunde. Es tut mir leid. Aber diese Quest will gelöst werden. Eigentlich springe ich hier die ganze Folge nur rum. Crazy stuff. Und die Waffe ist hier übrigens scheiße. Das habe ich definitiv gemerkt. Ihr wollt mich doch verarschen, oder? Yep. Die wollen mich verarschen. Die wollen mich heftig verarschen. Ich kann's überleben. Ich hab's überlebt. Ich hab's überlebt. Ihr könnt stolz auf mich sein. So, ich, der Hochbackmeister, der kriegt das hin. Macht euch da mal keine Sorgen. Whee! Okay.
Okay, alles wird gut. Ich weiß nicht, ob ich da auf dem Seil balancieren kann. Wenn ja, sollte ich das definitiv tun. Keine Ahnung, wo meine Hand gerade war. Okay, ich habe mich ein bisschen erschreckt. Aber nur ein bisschen. So. Was ein Rotz. Vor allem bedeutungslos. Ich habe die Hälfte meines Geldes verloren und all meine Stacks, die nicht wirklich viele waren, aber... Nee, nicht mal das habe ich verloren. So ein bisschen traurig. Mit 28 Stacks. Was leuchtet da hinten so? Was bist denn du? Wie ich jetzt mit dir da hinten getroffen habe. Ja, die Waffe ist nicht der Hammer, ich weiß, aber egal. Ich will mit meinen Waffen spielen können. Super. Klasse. Danke für nichts. Ich nehme noch ein bisschen Anarchie. Danke. Was sind überhaupt Crumpets? Eine Art kleiner Kuchen aus Mehl und Hefe, den man meist mit Butter bestreicht. Ich esse nie was anderes, Schnuffi. Echt? Nie? Dann müsstest du eigentlich längst tot sein. Nö, Alter. Ich werd ewig leben. Natürlich. Definitiv. Auf diese gesunde Art und Weise kann man ewig leben. Mädels, Jungs, ernährt euch nur von Keksen. Definitiv. Sollte man tun. Fragt Regi. Ihr weiß Bescheid. Sammle Crumpets aus den Docks. Ich dachte, ich wäre fertig. Muss ich zurückrennen? BTF. Tja, der Wald muss warten. Oh, okay, ich hab verstanden. Ich hab verstanden. Ich soll meine Shotty rausholen, ja? Ja, das musste ich. Die Pistole ist kacke. Was habe ich da noch? Gute. Ja, damit kann ich leben. Mr. Knochen? Hosentyp? Achso. Schon wieder. Safety first. Dann spürt ihr das auch. Ja, die Waffe zeigt definitiv. Die können wir definitiv behalten. Jetzt stirbt du, Kleiner. Hosenscheißer. Der ist immer noch nicht tot, ne? Ah, das ist der Knochenhosentyp. Ah. Das erklärt natürlich einiges. Ich will nur, Leute, ich will nur meine Kekse haben. Neuer Skin verdient. Den sollten wir uns gleich definitiv angucken. Ach nein. Komm, bleib liegen. Ich spüre es. Ich liebe den Typen. Bett-Skelett. Spüre meine Badass Shotty. Mehr packen. Cool. Oh yeah. Super, geil. Freut mich. Ein Penner. Okay, diese Badass Skelett ist richtig kacke. Da könnten wir definitiv mehrmals dran sterben. Hey.
So, jetzt müssen wir noch da hinten hin. Ah, dich hatte ich doch von Weitem gesehen. Du interessierst mich doch. Steingolem. Kaputte Steingolem. Oder auch nicht. Holy shit. Bitte nicht. Danke. Da kommt der nächste raus, ich glaub's nicht. Guckt euch das an, wie geil dies hier einfach ist. Au. Mehr Anarchie! Mehr! Alter! Wie krass gehen die denn ab? Bin auch in meinem Lock. Nicht nur du. Okay, gegen die Skelette hilft das hier ganz gut. Und die Schatte brauche ich definitiv für die Golems. Alter. Huch, hi. Er ist betäubt. Wie krass sind die? Wie krass die einfach abgehen hier, die Gegner. Holy shit. The Forlorn Runes. Machen einfach alle so krassen Damage. Und die Geschichte ist so geil. Und alles ist so geil. Oh. Einfach mal keine Munition mehr gehabt. Ja, wieso nicht? Kann man ja mal machen, ne? Das wird echt spitze. Nicht mit mir, Kollege. Du machst mich nicht nochmal kaputt. Ich will nur die Kekse. Gib mir nur die was? Wollt die Truhe öffnen? Warte, ich habe gewürfelt. Tina, du bist 13 Jahre alt. Vielleicht solltest du mal was anderes essen als Crumpets. Ich habe was zum Mittagessen dabei. Du könntest... Oh Gott, was ist das? Das ist Salat. Wieso ist das grün? Das sieht aus wie der Teufel. Jetzt beruhig dich. Es starrt mich an. Sehr schön. Einfach genial. Ich liebe die Kleine. Ich will ein Spiel nur komplett mit Tiny Tina. Ich möchte Tiny Tina sein. Leute, wer möchte das nicht? Wer möchte nicht Tiny Tina sein? Ganz ehrlich. So awesome. So. Gut. Dann haben wir das wenigstens geschafft. Jetzt müssen wir den Wald und da welche sammeln. Aber Freunde, ich würde sagen, das werden wir erst morgen tun. Für heute soll es das gewesen sein mit dieser geilen DLC, alter Schwede. Ich kann es immer wieder sagen. Wir sehen uns morgen wieder. Haut rein, euer Serum und tschüss.